Mein nächstes leckeres, gebackenes Etwas ist eigentlich gar kein Kuchen oder keine Torte, sondern ein Auflauf. Ein Croissant-Auflauf mit Himbeeren, der so wahnsinnig lecker ist, der darf eigentlich auf keiner Kaffeetafel fehlen. Und ganz ehrlich, man kann es auch sehr gut zum Frühstück essen. Was ihr dafür braucht, sind natürlich Croissants. Ihr könnt gerne welche nehmen vom Vortag, wenn es denn welche geben sollte, die übrig sind. Ist bei mir selten der Fall. Also, ich habe hier Croissants, dann habe ich Himbeeren, dann leckeren Schmand und es gibt Eier, Milch, Vanillezucker und Honig. Das Ganze kommt zusammen. Ich finde, das ist so, wie es schon hier steht, eine sehr, sehr leckere Mischung. Aber ihr werdet staunen, wie lecker das Ganze noch gebacken wird. Als erstes brauche ich eine Auflaufform. Die habe ich hier und die fette ich mir ein bisschen ein. Butter und Croissants gehören ja eh zusammen. Ich halbiere nun die Hörnchen und platziere sie in der Form. Jetzt habe ich die hier alle so reingelegt. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Jetzt gebe ich auf die Croissants die Himbeeren, diese kleinen leckeren Früchte. Allerdings nicht alle. Ich lasse mir ein paar übrig zur Deko. Und wer jetzt denkt, die Himbeere ist eine schnöde Beere und Obst, es ist ein Rosengewächs, ja. Merkt man schon, wenn man die Himbeeren ernten möchte, habt ihr das auch schon mal gehabt, dass ihr euch ganz schön piekst, weil dieser Himbeerstrauch ganz viele kleine Dornen hat. Daran sieht man, ist ein Rosengewächs. So, ihr könnt natürlich statt Himbeeren auch noch andere Beeren dazugeben, aber ich finde die Farben so schön, so Croissants mit Rot. Außerdem enthalten Himbeeren Antioxidantien und machen unsere Zellen stark. Für die Flüssigkeit im Auflauf mische ich nun 8 Eier mit Vanillezucker. So, erstmal ein bisschen die Eier verquillen. Und dann kommt auch schon der Honig dazu. Beim Honig ist es auch so, ihr könnt dann natürlich euren Lieblingshonig nehmen. Ich mag gerne so einen Lindenblütenhonig oder so einen Waldhonig. Egal welchen, wir verrühren ihn mit den Eiern, dem Vanillezucker und schließlich noch mit der Milch. So, jetzt habe ich hier so eine Eiermilch. Die gebe ich jetzt über alles rüber. Duftet schon so gut. Und das Ganze macht man am besten ja, den Abend vorher, wenn man es zum Frühstück essen möchte. Also es muss richtig schön einweichen, also so durchziehen. Vom Schmand platziere ich etwa 2/3 der Menge in Klecksen zwischen den Croissants. Ich gebe es erstmal in den Kühlschrank. Und widme mich dann euren beerenstarken Ideen. Jacqueline hat eine Erdbeersahnetorte gebacken mit Biskuitboden und Schokoladendrip. Und bei Victoria küsst die Heidelbeere Pistazie und der Vanille-Sesam-Biskuitboden ist getränkt mit Kräuterlikör und Ingwer. Weiter geht's nun mit meinem Croissant-Bärenauflauf. So sieht das Ganze jetzt schon aus. Man sieht richtig, die Croissants haben sich hier so ein bisschen vollgesaugt. Ne? Die Flüssigkeit ist ein bisschen weniger geworden. Das Ganze kommt jetzt für eine Stunde in den Ofen. Und wichtig ist, eine Stunde ist lang und da können natürlich die Croissants verbrennen. Deshalb am besten die erste halbe Stunde das Ganze abdecken. Entweder mit Alufolie oder mit Backpapier, damit da nicht so viel passiert. Und so geht's dann bei 175 Grad in den Ofen. Ich freue mich auch schon auf meinen heutigen Gast. Der Jo Weil kommt, der Schauspieler. Kennt ihr vielleicht auch vom großen Backen? Der bringt mir eine Torte mit, da bin ich auch gespannt. Das ist eine Erdbeer-Shortcake-Torte. Mal sehen, was er da alles drin hat in der Torte. Vielleicht gibt es da ja auch so einen Kniff wie mit der Alufolie. Die nehme ich nun vorsichtig runter und dann geht's ohne noch mal für 30 Minuten weiter. Ach, und es sieht schon fantastisch aus. Es duftet auch schon. Also, wenn ihr das Ganze zu Hause vielleicht nachmacht, dann freue ich mich über Fotos. Hashtag Sweet and Easy, damit ich es auch sehe. Und ich bin gespannt, wie eure Aufläufe aussehen. Und ihr dürft dann auch gerne mal schreiben, ob ihr den ganz alleine aufgegessen habt oder ob ihr ihn geteilt habt. Meiner kann gleich raus aus dem Ofen. Uhu. Sieht das nicht fantastisch aus?
Jetzt kann man hier natürlich noch ein paar frische Früchte raufgeben. Ich finde, je beeriger, desto besser. Und wenn man möchte, kann man natürlich noch obendrauf ein bisschen Schmand draufgeben. Damit schmeckt es noch frischer und eine Ladung Puderzucker passt auch immer noch drauf. Und dann sieht doch das Ganze noch köstlicher aus. Ich würde sagen, das ist ein perfektes französisches Frühstück mit diesen Croissants. Wo fange ich an? Links, rechts ist eigentlich egal. Alle Seiten sind lecker. Oh, hört ihr es knacken? Himbeeren, knuspriges Croissant. So habt ihr Croissants bestimmt noch nie gegessen. Mein Auflauf mit fruchtig frischen Himbeeren ist einfach himmlisch und perfekt für die Beerensaison.